Hallo Leute, schön, dass ihr wieder hier seid bei Minecraft. In der letzten Folge haben wir hier ein bisschen rumgetestet und ein paar Sachen gebaut. In dieser Folge werden wir jetzt mal gucken, dass wir das aufbauen. Ja, ich bin selbst noch mal gespannt, wie wir das Ganze zum Laufen kriegen, aber wir werden es schaffen. So, wir brauchen auf erste Mal Wasser. Und wir bräuchten Lava. Ich weiß gar nicht, haben wir noch einen Lava-Eimer rumlungern oder haben wir da alles aufgebraucht? Wahrscheinlich werde ich jetzt wieder 10-mal über den Eimer drüber schauen. Aber, okay. Nein, haben wir nicht. Also ich war mir eigentlich sicher, dass wir ihn hatten, aber okay. Ich weiß auf alle Fälle, dass wir hier unten Lava haben. Das heißt, wir können hier runtergehen mal. In unsere Höhle des Bösen. Und dort gucken, da ist bestimmt irgendwo Lava. Wäre nicht das erste Mal, dass der irgendwo Lava gefunden habe. Ist aber relativ viel. Machen wir das ganze Höhlensystem auf der Karte dann. Check. Also, hier entlang und hier entlang. Oder auch nicht. Ich dachte, da wäre Lava. Irgendwo sollte es sein, so wie es anhört. Frage ist nur, wo? Ich habe jetzt mal Plusdruck auf der Karte. Müsste das hier irgendwo sein? Frage ist das unten oder oben? Oben drüber ist natürlich scheiße, deswegen. Ey, lassen wir es lieber. Guck mal auf andere Stellen. Hier geradeaus. Okay, da ist eindeutig Lava. Da ist nur das Problem, dass ich hier nichts habe zum Abdichten. Okay, es rennt nicht raus. Interessant. Muss hier mal auf der Seite hochbuddeln. Ja, genau. Ja. Da kann man ruhig ein Lava-Eimer rausnehmen. Mal gucken, wo wir da wieder raufkommen. Da habe ich markiert extra mit Fackeln, damit du weißt, hier geht es wieder nach oben. Aber wie gesagt, ich habe ja hier unten relativ viel gemeint schon. Überall, da habe ich die ganzen Ressourcen rausgeholt und alles Mögliche. Ab und zu habe ich mal ein paar Sachen drin gelassen, wie Redstone und Kohle, weil das ist schon ätzend zu meinen. Vor allem hatte ich ja bis dato noch keinen Drill, den haben wir erst gebaut. Und mit dem war ich auch noch nicht meinen. Das heißt, da muss ich dann wieder später mal aufladen, ein bisschen meinen. Oder wir schaffen es mit unserer Produktionsstraße, die wir jetzt aufbauen werden, genügend Rohstoffe zu produzieren, dass wir nicht mehr meinen gehen müssen. Es wird mit Sicherheit eine Herausforderung, aber nicht, also nichts, was nicht machbar ist. Wir bauen mal hier ein paar noch, wenn wir mehr haben, und gehen mal schlafen. Denn ja, mit Mobs lässt sich nicht gut arbeiten. Ich dachte mir, dass wir die Produktionsstraße eigentlich relativ nah hier bauen. Vielleicht bauen wir die auf diese Seite einfach mal hin. Vorläufig. Können wir dann später immer abbauen. Es geht ja nur mal, dass es läuft irgendwie. Also unser Grundrohstoff wird sein Cobblestone. Den brauchen wir natürlich. Dafür brauchen wir eine Cobblestone-Fabrik. Die werden wir jetzt mal hier hinbauen. Also das. So, dann Lava, Cobblestone, Wasser. Machen wir die zwei Sachen mal weg. Dann kommt die Transfernode. Da rein kommt das Mining Upgrade und Stack Upgrade. Und der sagt mir, dass das Stack Upgrade nichts bringt. Echt jetzt? Für was ist das? Erlaube meine Aufgabe an Order. Ist das okay? Die bezieht sich dann eher zum Rausziehen. Das heißt, hier sind eigentlich nur Speed-Upgrades interessant. Und ja, auch interessant. Ja, okay. Dann soll es so sein. Dann geht das Ganze hier in einen Hammer. Autosiff, Autohammer. Weiß nicht, ob das wirklich so funktioniert. Doch, geht, okay. Hier brauchen wir natürlich einen Hammer drin. Das geht mal gar nichts. Und dann natürlich wieder Strom. Den müssen wir hier hinlegen. Den werden wir jetzt noch öfters brauchen, deswegen so. Dann müsste der ja schon loslegen, genau. Und der macht Gravel draus.
Eindeutig könnten wir. Warte mal, wir könnten mal noch Gravel machen. Mit Enrichment Chamber aus Glas? Nee, Crusher? Also, Gravel kriegen wir sicher schneller zusammen mit einer anderen Maschine. Crusher aber nicht so verkehrt, da kriegen wir Sand auch raus. Weil mit dem Hammer geht's auch, aber da verbrauchen wir halt Rohstoffe, die wir nicht verbrauchen sollten. Wir haben hier diesen komischen Crusher. Kann der aus Cobblestones Dings machen? Der schnellste ist es nicht, aber man kann ihn ja upgraden mit Speed Upgrades. Ja. Genau, und da kriegen wir direkt Gravel raus. Dann nehmen wir den da. Gefällt mir besser. Kommen wir hier hinten eh nicht. Weil das mit diesem Hammer da bin ich gerade nicht ganz begeistert davon, ehrlich gesagt. Das heißt, wir wollen jetzt mal den da hinstellen. Der sollte sich dann gleich füllen, oder? Ja, genau. Kommt hier ein Speed-Upgrade rein, damit er ein bisschen schneller ist. Dann ziehen wir das Ganze raus. Dafür bräuchten wir ja nicht da reinhüpfen, du Idiot. Die Frage ist, mit was ziehen wir das raus? Können wir Transfer-Nodes rausziehen? Oder wir bauen uns Item-Conduits. Die sind aber etwas teurer. Mal gucken. So viel brauchen wir nicht. Wir brauchen eigentlich das hier. Pulsating Iron müssen wir ja haben. Ich glaube, das haben wir schon mal gebraucht, Pulsating Iron. Sonst müssen wir es bauen. Sollen wir hier kurz mal Sachen wegklingen, die ich nicht brauche. Holz, das. Basalt brauche ich gerade nicht. Sieht auch nicht. Und der Rest glaube ich, ja, Flintenstiel und das. Red Coal brauche ich jetzt auch gerade nicht. Dann Pulsated Iron. Da haben wir noch Pulsated, genau. Das heißt, rein theoretisch so und so. Nichts richtig noch in Erinnerung ab, genau. 16 Stück, das sollte mal vorerst genügen. Lassen wir es mal da drin. Damit können wir schon was anfangen. Nicht darunter. So, und zwar hier dann raus. Ich würde das Ganze in Kisten zwischenlagern. Wir können die Maschine arbeiten, auch wenn halt gerade irgendwo ein Stau ist. Finde ich vielleicht gar nicht mal so dumm. So. Das heißt, hier in der Kiste. Oder, ja. So, raus. Insert und hier sagen wir Always Ex weg. Das heißt, hier alles raus. Genau, hier kommt zum Beispiel Sand auch raus. Das müssen wir dann in eine Autocombiner reinbauen. Warte, kann der das von der Seite aufziehen? Nee, kann er nicht. Gut. Hier können wir aber einfach so machen, dass wir sagen, zack, zack. Extract. Always und hier Insert. Genau, dann kann der das hier so kombinieren. Das Ganze wiederum in eine Kiste. Von denen dann raus wieder in einen Hammer. Autosieve, also gleich 7. Kompost, ja. In diesen Heavy-Seed-Dingsbums-Gedöns da. No Mash, das heißt, wir können hier einen Mash reintun. Aber nur eins. Und sagen hier dann zack, zack. Los, da. Always und hier sagen wir Insert. Und schon kriegt ihr Arbeit. Und zieht hier fröhlich vor sich hin. So, mal gucken. Hier ist halt dann gleich die Frage, was der uns alles gibt. Oh, wir haben schon einen Diamanten bekommen. Das ist ja auch nicht schlecht. So. Wie gesagt, der ein oder andere möchte die weiße Bauweise nicht haben, dass man es so baut, um an Rohstoffe zu kommen. Ich wollte das absichtlich machen, deswegen seid mir nicht unbedingt böse, wenn ich es so mache. Jetzt bin ich echt überlegen. Wir haben hier jetzt jede Menge Items. Kriegen wir die alle hier unter? Das ist mal die Frage. Wenn ich das jetzt rein theoretisch
in der Kiste Zwischenlager wäre am dümmsten mal. Und zwar können wir das ganz einfach machen, indem wir hier sagen, hoppala, zack. Und zwar sagen wir hier in and out, insert things, out auf braun. Und hier sagen wir braun, insert braun. Genau, dann zieht er hier alles raus. Den geben wir wieder was. Und jetzt müssen wir das Ganze hier wieder rausfiltern. Jetzt ist natürlich hier die Frage. Wir haben hier 1, 2, 3. Können wir das mal gescheiter sortieren hier? Weil 1, 2, 3, 4, 5. Na, lassen wir mal alle Items. Sind 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17 Item. Immer Platz für 3 mal 4 ist 12. Da werden wir mit der Transfernode arbeiten. Warum mit der Transfernode, werde ich euch dann gleich zeigen. Links so hin. Dann hier. Kabel, wir haben noch keins anlegen. Da werden wir erstmal gucken, dass wir hier einen Filter kriegen. Der braucht, ich glaube, Eisen und Sticks oder so irgendwie. Fluidfilter, nee, Alterfilter. Redstone und String. So, ein bisschen Redstone und ein String. Also, ich weiß, dass wir String hatten. Das hatten wir. Da. Haben wir es mal. Filter, es fehlt Sticks. Ich habe generell zu wenig Holz mit. Und dann ein Filter. Was der Filter kann, werde ich euch auch gleich zeigen. Mann, es sagt ja das Wort schon. Filter, filtert. Und zwar, was wir hier alles rausziehen möchten. Zwar, jetzt muss ich mal ein bisschen mein Inventar leeren zuerst. Sonst wird hier gar nichts gehen. Okay. Ich brauche das nicht mehr, das nicht, das nicht, das nicht. Kommst du, lass noch mal hier. Beide Fisch. So. Kisten, ja, wohl Kisten werde ich noch bauen. Das werde ich nicht mehr bauen. Crafting Table werde ich nicht mehr bauen. Kupferbäume und da nicht. Stein nicht. Gravel nicht. Den Oak Seed will ich auch nicht brauchen. Den Autohammer brauche ich auch nicht mehr, glaube ich. Ich glaube, das war sie. Dann können wir hier mal sagen, das Lied, den ganzen Müll hier, soll er rausziehen. Beziehungsweise soll mit dem Filter rausgezogen werden. So, das heißt, das Ganze ist auf der Whitelist. Das heißt, das darf er rausziehen. Und die kommt hier rein. Ah, da haben wir noch was vergessen sogar. Bogen Aluminium. Auch mit drauf. Filter darf hier rein. Du kommst hier raus. Jetzt zieht er normalerweise nur das raus, was rausziehen darf. Und den Rest lässt er hier drin liegen in der Kiste. Kann er auch machen, ist eigentlich egal. So, und den ganzen Kack, was er rauszieht, den soll er hier reinwerfen. Wir werden mal hier schnell schlafen gehen. Komm. Damit das auch richtig funktioniert. Weil, wie gesagt, am Tag hat man Monster und das ist nicht gut. So, und der müsste jetzt hier arbeiten, wenn er natürlich Strom hätte. Der macht uns das ganze Gravel draus und aus dem Gravel können wir rein theoretisch in der Sägenmill arbeiten. 5. In Crusher 5 plus 2. 5 plus 2. Das nochmal zu Sand machen und dann zu weiter. Das ist gar nicht mal so schlimm, also wir können da schon einiges rausholen, wenn wir möchten. Woran scheitert es eigentlich gerade momentan? Ich habe hier einen Crusher, gell? Ja. Aber wir halt viel mehr bräuchten. Wie könnten wir am besten Gravel herstellen? Sand in Enrichment, der Crusher? Was ist da für ein Crusher? Und man kann diesen der Crusher.
Da weiß ich, dass der eigentlich schnell ist, der Quascher. Der Quascher ist halt langsam. Quascher von Mechanisten könnten wir mal bauen. Dann müsste für das schneller sein. Das heißt, Quascher. Da. Quascher Mechanisten. Okay, der ist ja nicht so schwer, aber von zweimal Lava. Die müssen wir uns jetzt holen gehen. Mittlerweile wissen wir aber wo. Gut, dann würde ich sagen, ich tue mal offline Lava holen und dann sehen wir uns gleich wieder. Also bleibt dran, lasst einen Daumen da und Abo und schaut wieder morgen vorbei. Wenn das heißt, wir spielen Minecraft. Bis dorthin, tschüss Leute.